Und damit kommen wir zum offenen Finale über 100 Meter Lagen männlich. Auf der Bahn 1 für die SSG Leipzig, der vierte der deutschen Meisterschaften über die 200 Meter Lagen, David Thomasberger. Auf der Bahn 2 für die SGS Hamburg, Tobias Schulrath. Auf der Bahn 3 für die SC Aqua Köln, der türkische Meister, Metin Aydin. Auf der Bahn 4 für die Sportunion Neckarsulm, dritter der deutschen Meisterschaften über die doppelte Distanz, Ramon Lenz. Auf der Bahn 5 für die SG Mittelfranken, der deutsche Kurzbahnmeister und somit Titelverteidiger, Jeremias Bock. Auf der Bahn 6 vor der SC Wiesbaden, der ukrainische Meister über die 200 Lagen, Artem Chobota. Auf der Bahn 7 für die SG Neukölln, er sicherte sich schon die Medaille über die 100 Meter Freistil, Lukanik Armbruster. Und auf der Bahn 8 für die SV Wackerburghausen, der zweite der bayerischen Kurzbahnmeisterschaften, Manuel Kohlschmidt. Das offene Finale, 100 Meter Lagen der Herren. Ja, erwartungsgemäß hier vorneweg Ramon Klenz, der Einzige, der hier bei den 200 Lagen sich den Titel holen konnte, auch da am Start war und somit seine erste Einzelmedaille gewinnen konnte. Hier vielleicht auf dem Weg zu seiner zweiten Einzelmedaille wechselt als Erster vor Jeremias Pock von der SG Mittelfranken und Metin Aydin von SC Aqua Köln. Hier Dritter in diesem Rennen aktuell. Und dann kommen wir auf die letzte Bahn. Herr Jeremias hat sich weiterhin auf dem zweiten Platz gehalten. Aber jetzt kommt hier ein Angriff auf der Bahn 5 an Ramon Klenz. Er versucht sich noch ranzuschieben, aber den längeren Arm hatte Ramon. Und hier die Zeit von 53,27 Sekunden vor Jeremias Pock in 53,59. Und die drittschnellste Zeit 54,47 für Metin Aydin von SC Aqua Köln. Und auch hier bekommen wir das Okay. Dieses Ergebnis ist somit offiziell. Und nach diesem kurzen und abwechslungsreichen 100 Meter Lagen wird es nicht weniger spannend. Wir setzen den Wettkampf fort. 400 Meter Freistil weiblich JDM Eyjafinale. Auf der Bahn 1 sehen wir für die SG Essen am Start die nordrhein-westfälische Meisterin der offenen Klasse, Sarah Selimovic. Auf der Bahn 2 startet für die SG Essen die Goldmedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Cleo Henschke. Auf der Bahn 3 sehen wir die Bronzemedaillengewinnerin der DJM für den SV Nicker Heidelberg, Sophie Lenze. Auf der Bahn 4 startet für die TBR Langen die Goldmedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Anna Barth. Auf der Bahn 5 startet die Vizemeisterin im Jahrgang 2007 über diese Strecke für den deutschen Schwimmverband, Leni von Bonin. Auf der Bahn 6 sehen wir für den deutschen Schwimmverband am Start, Luisa Rummler. Auf der Bahn 7 schwimmt die Bronzemedaillengewinnerin über 400 Meter Freistil bei den DJM für den deutschen Schwimmverband, Eva Gräfin von Brühl.
Und das Feld komplettiert die Bronzemedaillengewinnerin der NRW-Meisterschaften in der offenen Klasse für die SG Essen, Lea Sophie Wenzel. Es folgt das Finale, 400 Meter Freistil, JDM Ayoff. Und wie versprochen, die letzten 100 Meter sehen nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, das erst auf der letzten Bahn entschieden werden wird. Leni Bonin, Julia Barth, Anna Barth und Sophie Lenze hier Zug um Zug beinahe im Synchronmodus unterwegs. Und es ist Julia, die jetzt aktuell nochmal das Tempo ein bisschen anzieht, verstanden hat, dass wenn sie hier gewinnen will, dass es wohl nicht auf der letzten Bahn passieren wird, sondern schon auf der vorletzten Bahn. Und jetzt werfen alle nochmal den Turbo an den Beinen und es scheint tatsächlich für Anna auf der Bahn 4 zu reichen. Spannend noch der Kampf um Platz 2 und 3 und Anna Barth schlägt als erste an in 4.
16:60 vor Sophie Lenze 4:18:00 und Leni von Bonin 4:18:41. Damit Anna nochmal fast 3 Sekunden schneller als heute Morgen im Vorlauf und das Ergebnis ist offiziell. Das heißt, die Zeiten, die ihr hier seht, sind eure hoffentlich neuen Bestzeiten. Damit kommen wir zum Finale in der offenen Klasse 400 Meter Freistil weiblich. Hier startet auf der Bahn 1 für den Deutschen Schwimmverband die deutsche Vizemeisterin über die 800 Meter Freistil, Leonie Mertens. Auf der Bahn 2 sehen wir für den SV Nicker Heidelberg am Start die Titelträgerin über die 400 Meter Freistil in der U20-Wertung in Deutschland, Fabian Wenzke. Auf der Bahn 3 startet für die SG Neukölln, Leonie Kullmann. Auf der Bahn 4 sehen wir für den SV Nicker Heidelberg die Titelträgerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Maja Werner. Auf der Bahn 5 startet vom SV Nicker Heidelberg Zoe Vogelmann. Auf der Bahn 6 startet für den TB Erlangen die Titelträgerin im Jahrgang 2006, Julia Barth. Auf der Bahn 7 sehen wir für den SC Chemnitz am Start die Titelträgerin für den Jahrgang 2007, Julia Ackermann. Und auf der Bahn 8 startet für den Deutschen Schwimmverband die Vizemeisterin im Jahrgang 2006, Marian Plöger. Das Finale 400 Meter Freistil weiblich. Und nach den ersten 100 Metern können sich die drei Mittelbahnen, Leonie Kullmann, Maja Werner und Zoe Vogelmann, einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Was der im Zweifel wert sein kann, haben wir gerade bei den JTM und AJOF-Jahrgängen gesehen. Das Rennen ist noch 300 Meter lang. Da kann noch einiges passieren. Vor allen Dingen bei Zoe Vogelmann, die schon ein echt toughes Programm hier hinter sich hat und erst vor wenigen Minuten über die 100 Meter Lagen hier im Wasser gewesen ist.
Ja, und zwischen Bahn 3 und 4, Leonie Kullmann und Maja Werner, sieht man den Unterschied, den 6 Jahre ausmachen können. Leonie mit ihren 23 Jahren war schon zweimal bei Olympia dabei. Maja Werner hat in diesem Sommer das erste Mal bei den Jugend-Europameisterschaften internationale Luft schnuppern können. Und wenn man beide vergleicht, dann sieht man, dass Leonie etwas ruhiger schwimmt, eine etwas niedrigere Frequenz hat, während Maja mehr Züge braucht und Leonie etwas mehr nach der Wende gleitet, also in der Summe einen deutlich effizienteren Schwimmstil hat als Maja. Und das Duell um Platz 3 scheint sich zuzuspitzen. Julia Ackermann, die sich an Zoe Vogelmann heranpirscht. 100 Meter sind noch zu gehen und eine halbe Körperlänge Vorsprung ist da wirklich nicht viel, gerade wenn wir bedenken, dass Zoe schon diese 100 Meter Lagen und auch in den vergangenen Tagen 400 Lagen, 200 Lagen in den Knochen spürt. Und es ist Leonie Kullmann, die mit einer ganzen Körperlänge Führung auf die letzten 50 Meter geht, hier wirklich ans Limit geht. Sie war erst vor kurzem im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada mit ihren Berliner Teamkolleginnen. Von daher gilt es hier als Überprüfungswettkampf und wird wohl ungefähr bei so 4:05, 4:06 ankommen. Und das ist eine wirklich herausragende Zeit, eine Zeit, die sie sehr, sehr lange nicht mehr erreicht hat. Und das wird ihr Mut geben in den kommenden 2 Jahren Richtung Paris 2024. Und das schlägt sie als erste an, 4:06:46. Als zweiter im Ziel Maja Werner, 4:07:96. Und Julia Barth schnappt sich tatsächlich noch den dritten Platz, 4:08:30, 7 Zehntel vor Zoe Vogelmann. Das Ergebnis ist offiziell und damit herzlichen Glückwunsch zum Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin in 4:06, Leonie Kullmann. Und wir machen weiter mit dem JTM-AO-Finale 400 Meter Freistil männlich. Auf der Bahn 1 am Start von der TPSK, David Vandenhirtz. Auf Bahn 2 vom SC Chemnitz, dritter der deutschen Jahresmeisterschaften, Jonas Kusche. Auf der Bahn 3 ebenfalls vom SC Chemnitz, Enzio Rivesch. Auf der Bahn 4 für die SG Essen, die deutsche Vize-Jahresmeister im Jahrgang 2006, Simon Reinke. Auf der Bahn 5 für die Wasserfreunde Spandau, Niklas Richter. Auf der Bahn 6 für die SGS Finn Hammer. Auf der 7 am Start vom Elmshorner MTV, Johannes Liebmann. Und auf der Bahn 8 vom SC Magdeburg, Lukas Schöttke. Das JTM-AO-Finale über 400 Meter Freistil männlich.
Ja, zwei Schwimmer konnten sich in diesem aktuellen JMAO-Finale schon mal einen Podestplatz in einem weiteren JMAO-Finale sichern. Da sind Simos Reinke, der momentan hier am zweiten Platz schwimmt. Und des Weiteren Jonas Kusche auf der 2, der sich hier über die 1500 Meter Freistil schon mal einen zweiten Platz sichern konnte. Aber vorneweg Niklas Richter von den Wasserfreunden Spandau hier mit schon etwas deutlicherem Vorsprung vor den Zweit- und Drittplatzierten in diesem Rennen. Simon Reinke, Angie Rebisch von der SC Chemnitz hier Dritter aktuell in diesem Lauf. Ja, weiterhin vorneweg Niklas Richter als Erster hier an der Wende dicht drauf zusammen. Enzio und Simon, die hier sich gegenseitig ein bisschen pushen und hier versuchen dran zu bleiben, sich wieder ranzuarbeiten und dann auch am Ende den besseren Anschlag zu haben, weil es kommt ja noch einer im nächsten Lauf. Das ist dann Lukas Fritzke, der im offenen Finale noch schwimmt und in diese Wertung mit was zu sagen hat. Ja, dann kommen wir zur letzten Wende weiter vor. Niklas Richter hier als Erster an der Wende und Enzio und Simon. Da konnte sich Simon jetzt absetzen, attackiert hier auch nochmal Niklas, versucht dran zu schwimmen, aber der bringt das nach Hause hier, dieses Rennen in 3:53,61 seine Anschlagzeit vor Simon Reinke mit 3:54,50 und Enzio in der Zeit von 3:56,37, die drei schnellsten in diesem ersten Finale. Und auch das hier ist jetzt offiziell und wir warten da noch ab, was dann im zweiten Finale noch so passiert. Und damit kommen wir zum offenen Finale über 400 Meter Freistil männlich. Auf der Bahn 1 am Start vom SC Wiesbaden, Nasa Heraschenko. Auf der Bahn 2 von der SG Neuss, Aaron Schmidt. Auf der Bahn 3 vom Deutschen Schwimmverband, der Dritte der Europameisterschaft und der deutsche Vizemeister, Henning Mühlleitner. Auf der Bahn 4 für die SG Bad Schwartau, der Zweite der deutschen Kurzbahnmeisterschaft, Silas Beeth. Auf der Bahn 5 von der Sportunion Neckarsulm, der Dritte der deutschen Meisterschaften, Mahmoud Ahmed. Auf der Bahn 6 vom VfL Sindelfingen, der Dritte der deutschen Kurzbahnmeisterschaften, Marc Sauer. Auf der Bahn 7 für die SSG Saar, Max Ritter, der Dritte der deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Jahrgang 3 2006, Lukas Fritzke. Und auf der Bahn 8 für die Sportunion Neckarsulm, Sander Greumanns. Das Finale über 400 Meter Freistil männlich.
Ja, die drei Schwimmer, die sind ja auch schon bei den langen Strecken hier bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften aufeinander getroffen. Die Bilanz spricht für Mahmud Ahmed, der die 800 Freistil und die 1500 Freistil schon für sich gewinnen konnte. Silas, da war ein zweiter Platz bei den 800 Meter Freistil drin. Und Henning ist beide Rennen mit Mahmud geschwommen und hat da jeweils den dritten Platz erzielt über die 1500 und die 800 Freistil. Aber Silas beherzt hier vorne weg nach der 150 Meter Wende vor Henning und vor Mahmud. Und bitte auch nochmal der Hinweis an alle Schwimmer, dass wir nach dem Lauf die Siegerehrung durchführen für die 100 Meter Lagen und eben für die 400 Freistil. Alle Schwimmer, die jetzt schon wissen, dass sie geehrt werden, bitte sich dann in der Ecke hinten auf der Seite von der Glaswand einzufinden. Herzlichen Dank. Silas ist im Vorlauf etwa 2 Sekunden, fast ganz genau, langsamer als seine persönliche Bestzeit geschwommen, die vom Jahr 2017 ist, von der Kurzbahnmeisterschaft hier. Da war sie noch in Berlin und er wendet weiterhin vorne als Erster in 2:46.64 die 300 Meter Wende. Die letzten 100 Meter sind angebrochen und Henning und Mahmud noch in Schlagdistanz zueinander werden da noch versuchen, das bessere Ende zu bekommen. Und dann kommen wir zur letzten Wende hier. Weiterhin vorne Silas, der ein beherztes Rennen von Anfang an weggeschwommen ist, hier sich diesen Meistertitel sichern möchte. Henning nach wie vor an zweiter Position, der auch sehr sicher aussieht hier im Anschlag. Die Zeit von 3:42.70. Herzlichen Glückwunsch zu dieser fantastischen Zeit für Silas Beeth. Deutlich unter seiner persönlichen Bestzeit hier eine wunderbare Zeit ins Wasser gezaubert. Henning Mühlleitner mit 3:44.63 und Mahmud Ahmed in 3:56.20. Das sind die offiziellen Gewinner und Platzierten dieses Rennens. Herzlichen Glückwunsch. Und damit bitte ich, wie gesagt, die Schwimmer sich in Richtung Sammelpunkt für die Siegerehrung zu begeben. Siegerehrung über die 100 Meter Lagen weiblich und männlich und die 400 Meter Freistil weiblich und männlich wird durchgeführt von Christian vom Lehn, dem mehrfachen Olympia- und WM-Teilnehmer der SG Bayer. Siegerehrung 100 Meter Lagen weiblich JDM AOF Wertung. Hier belegte den dritten Platz für den SC Chemnitz in 1:03.26 Sekunden Lise Seidel.
den zweiten Platz belegt für den Deutschen Schwimmverband mit nur 500stel Vorsprung in 1:03:21. Linda Roth. Und den Titel Deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeisterin 2022 gewinnt für die SG Leipzig in einer Zeit von 1:02:49 Alia Scheffel. Siegerehrung 100 Meter frei, 100 Meter Lagen in der offenen Klasse. Und das war ein extrem schnelles Finale, was wir hier gesehen haben, in dem den dritten Platz für die SG Stadtwerke München in 1:01:49 Julia Tietze erschwamm. Den zweiten Platz belegt für den Deutschen Schwimmverband in 1:00,72 Sekunden Lisa Höbing. Und den Sieg für die SG Neukölln trägt mit einer Zeit, die seit 2019 nicht mehr unterboten wurde, nämlich in 1:24. Diesen Sieg trägt davon Nele Schulze. Herzlichen Glückwunsch der Siegerin und den Platzierten. Und wir kommen zur Siegerehrung für die JMA-Aufwertung über die 100 Meter Lagen männlich. Auf dem dritten Platz in 56,98 Sekunden vom SV Wackerburghausen Nico Basten. Auf dem zweiten Platz in 56,75 Sekunden von der SSG Samax-Ritter Michael Raje. Und deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 55,90 Sekunden vom SG Rethen Saarstedt Finn Wendland. Herzlichen Glückwunsch an die Platzierten. Willkommen zur Siegerehrung über das offene Finale 100 Meter Lagen der Herren. Auf dem dritten Platz in 54,47 Sekunden von der SC Aqua Köln Metin Aydin. Auf dem zweiten Platz sind 53,59 Sekunden vom SG Mittelfranken, Jeremias Pock. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 53,27 Sekunden von der Sportunion Neckarsulm, Ramon Klenz. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer.
Siegerehrung 400 Meter Freistil, weiblich JTM AOF-Jahrgänge. Dies umfasst die Jahrgänge 2006 bis 2009. Hier belegt den dritten Platz in 4 Minuten 15,00 für den SC Chemnitz Julia Ackermann. Den zweiten Platz erschwamm sich für den Deutschen Schwimmverband in 4:13:74 Marian Plöger. Und den Sieg und damit den Titel Deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeisterin erschwamm sich in 4:08:30 für die TB Erlangen Julia Barth. Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und die Platzierten. Und damit kommen wir zur Siegerehrung 400 Meter Freistil weiblich in der offenen Klasse. Und direkt vor dem Podest stehen bleiben durfte die Drittplatzierte in der offenen Klasse für die TB Erlangen. In 4:08:30 gewinnt sie die Bronzemedaille, Julia Barth. In einem engen Finish erschwamm sich die Silbermedaille und den Titel Deutsche Vize-Kurzbahnmeisterin für den SV Nicker Heidelberg in 4:07:96 Maja Werner. Und in einem beherzten Rennen gewinnt den Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin und die Goldmedaille für die SG Neukölln in 4:06:46 Leonie Kullmann. Herzlichen Glückwunsch an die Titelträgerin und die Platzierten. Und es geht weiter mit der Siegerehrung für die JTM EOF-Wertung über die 400 Meter Freistil männlich. Auf dem dritten Platz in 3 Minuten 54,50 Sekunden von der SG Essen Simon Reinke. Auf den zweiten Platz schwamm mit 3 Minuten 53,61 Sekunden von den Wasserfreunden Spandau Niklas Richter. Und deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 3 Minuten 51,21 Sekunden von der SSG Samax-Ritter Lukas Fritzke. Herzlichen Glückwunsch an die Platzierten. Wir kommen zur letzten Siegerehrung, bevor wir mit dem nächsten Finalabschnitt weitermachen, und zwar über den 400 Meter Freistil der Herren. Auf dem dritten Platz in 3 Minuten 46,20 Sekunden von der Sportunion Neckarsulm, Mahmoud Ahmed.
Auf dem zweiten Platz in 3 Minuten 44,63 Sekunden vom Deutschen Schwimmverband Henning Mühlleitner. Und neuer deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 mit beherzten Rennen und einer wunderbaren Zeit von 3 Minuten 42,70 Sekunden vom SG Bad Schwartau, Silas Beeth. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer für ihre Platzierungen. Wir warten noch, bis die Kampfrichter wieder ihre Positionen bezogen haben und dann setzen wir den Wettkampf fort mit den 100 Meter Schmetterling weiblich. Ich rufe auf zum Finale 100 Meter Schmetterling weiblich der JDM und AOF Jahrgänge. Auf der Bahn 1 startet für die SG Mittelfranken die Bronzemedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Katharina Serdjuk. Auf der Bahn 2 sehen wir für den Hamburger SC die Vizemeisterin über die 50 Meter Delfin, Leni Labarre. Auf der Bahn 3 startet für die SSG Saar Max Ritter, Sophia Tschura. Auf der Bahn 4 springt ins Wasser für den SV Cannstatt die Vize-Jahrgangsmeisterin im Jahrgang 2008, Linda Roth. Für den SC Magdeburg startet auf der Bahn 5 die Drittplatzierte der AOF-Wertung des vergangenen Jahres, Anna-Maria Börstler. Auf der Bahn 6 sehen wir für den SV Halle-Saale Juliane Heinze. Auf der Bahn 7 startet für den SC Chemnitz die Goldmedaillengewinnerin im Jahrgang 2008, Yara Fey Riefstahl. Und auf der Bahn 8 sehen wir für die SG Essen die Vize-Jahrgangsmeisterin über die 100 Meter Delfin, Fey Lukosch. Das Finale 100 Meter Schmetterling für die JDM AOF-Jahrgänge. Und auf den Mittelbahnen sind es Linda Roth und Anna-Maria Börstler, die mit den längsten Tauchphasen überzeugen. Auf der Bahn 8, Fey Lukosch aktuell knapp in Front, wendet hier zur letzten Bahn. Und es wird spannend zu sein, zu sehen, ob sie dieses Tempo halten kann. Und es ist tatsächlich der Außenseitersieg. Auf der Bahn 8 ist es Fey Lukosch, die in 1:01:36 dieses Rennen gewinnt. Vor Anna-Maria Börstler 1:01:81 und Katharina Serdjuk für die SG Mittelfranken in 1:01:97. Das Ergebnis ist offiziell. Herzlichen Glückwunsch.
Damit kommen wir zum Finale in der offenen Klasse über 100 Meter Schmetterling weiblich. Auf der Bahn 1 sehen wir die neue deutsche Jahrgangsrekordhalterin aus dem heutigen Vormittagsabschnitt für die TB Erlangen, Alina Bajewic. Auf der Bahn 2 startet für die SG Neukölln Berlin. Mit 7 Medaillen ist sie von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften wieder nach Hause gefahren. Lisa Marie Finger. Auf der Bahn 3 sehen wir für die SC Aqua Köln die Drittplatzierte der letztjährigen Meisterschaften, Jessica Felsner. Auf der Bahn 4 startet für die SG Neukölln Berlin die Titelverteidigerin des letzten Jahres, Angelina Köhler. Auf der Bahn 5 startet für den SV Rhenania Köln die NRW-Meisterin der offenen Klasse, Iris Julia Berger. Auf der Bahn 6 sehen wir für den SV Nika Heidelberg am Start die Vizemeisterin des vergangenen Jahres, Marie Brockhaus. Auf der Bahn 7 startet für die SSG Leipzig die Bronzemedaillengewinnerin über diese Strecke bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Hanna Vollmer. Und auf der Bahn 8 startet für die SG Dortmund die Vizemeisterin des Landes Nordrhein-Westfalen, Maria Viktoria Schutzmeier. Es folgt das Finale in der offenen Klasse 100 Meter Schmetterling weiblich. Ja, und das sieht man auch nicht allzu oft, dass in diesem Finale das komplette Podest der vergangenen deutschen Kurzbahnmeisterschaften vertreten ist. Wir werden also mal gucken, ob Angelina Köhler ihren Titel verteidigen kann, aber auch ein Blick auf Bahn 1 zu Alina Bajewic lohnt sich. Die erste 13-Jährige schwamm heute Morgen in 1:01:41 einen neuen deutschen Jahrgangsrekord und hatte da auf der letzten Bahn schon ganz schön zu kämpfen. Und es ist Angelina Köhler, die mit einem Vorsprung von ungefähr 9 Zehnteln auf die letzte Bahn geht. Auch sie war erst im Höhentrainingslager unterwegs gewesen und scheint da einiges an neuer Energie mit nach Deutschland gebracht zu haben. Setzt sich deutlich ab vom Feld und gewinnt in 57,49 Sekunden. Kann damit ihre Vorlaufzeit nochmal um 2 Zehntel unterbieten. Den zweiten Platz belegt Iris Julia Berger und den dritten Platz Marie Brockhaus. Alina Bajewic auf der Bahn 6 schlägt nach 1:00:86 an und verbessert damit ihren deutschen Jahrgangsrekord nochmal um fast 6 Zehntel. Herzlichen Glückwunsch! Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass noch nie in der deutschen Schwimmgeschichte eine 13-Jährige über diese Strecke schneller gewesen ist. Also wahrlich ein historisches Ereignis, dessen wir hier Zeuge wurden. Und es geht weiter mit dem JEM-EO-Finale 100 Meter Schmetterling männlich. Auf der Bahn 1 am Start für die Wasserfreunde Spandau, Lieb Kornitz. Auf der Bahn 2 vom SC Wiesbaden, Michailo Bendionchenko. Auf der Bahn 3 für W98 Hannover, Leonard von Hunius. Auf der Bahn 4 von der SG Ruhr, der deutsche Kurzbahnmeister für das JEM-EO-Finale über die 200 Schmetterling, Jano Beschnitt. Auf der Bahn 5 von der SG Mittelfranken, der Vize-Jahrgangsmeister im Jahrgang 2005, Lorenz Beck. Auf der Bahn 6 von der SG Neuss, Viktor Sanin.
Auf der Bahn 7 für die SGE Rheinhessen-Mainz Vadim Klimenko. Und auf der Bahn 8 für die SG Essen Jona Knepple. Das JTM Eyo-Finale über 100 Meter Schmetterling männlich. Ja, die Schwimmer sind jetzt hier an der zweiten Wende vorneweg. Lorenz Beck von der SG Mittelfranken auf der 5 vor Jano Bell, steht auf der 4 und Viktor Sanin eben noch von der SG Neuss hier mit dabei. In diesem Finale wird auch der deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeister ausgeschwommen. Da nur hier, welche am Start sind im offenen Finale, alles ältere Jahrgänge. Jano jetzt hier mit einem leichten Vorsprung auf der Bahn 4, aber noch dicht auf Lorenz Beck. Vom SG Mittelfranken, der einen schnelleren Anschlag hat. Jano Bill steht von der SG Ruhr in 54,47 Sekunden mit vor Lorenz Beck von der SG Mittelfranken in 54,75 Sekunden und Leonard von Hunius von den Hannoveranern hier in 55,59 Sekunden offiziell dieses Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer und bitte nachher auch dann zur Siegerehrung. Und damit kommen wir zum offenen Finale, 100 Meter Schmetterling männlich. Auf der Bahn 1 am Start für die SG Stadtwerke München der ukrainische Juniorenmeister Artem Rebenkin. Auf der Bahn 3 für die SG Bayer der dritte der deutschen Kurzbahnmeisterschaft Moritz Schaller. Auf der Bahn 3 für die SG Neukölln-Berlin, der dritte der deutschen Meisterschaften, Lukanik Armbruster. Auf der Bahn 4 vom SC Delfin Lübeck, der Vize-Kurzbahnmeister Kirill Lammert. Auf der Bahn 5 von der Sportunion Neckarsulm, zweite der deutschen Meisterschaft und im zweiten Finale Ramon Klenz. Auf der Bahn 6 für die SG Frankfurt, zweite der Weltmeisterschaft auf der Kurzbahn, Chad Leclos. Auf der Bahn 7 vom DSW Darmstadt der süddeutsche Meister Luis Jäger. Und auf der Bahn 8 vom SC Wiesbaden, vierter der ukrainischen Meisterschaften Andriy Kovalenko. Das offene Finale, 100 Meter Schmetterling der Herren. Ja, vorneweg auch hier gleich Chad an der ersten Wende, der hier sein komplettes Medaillenset haben kann, beziehungsweise dreimal den ersten Platz, das möglich ist, über die ganzen Schmetterlingsstrecken, über die 50, die 100 und die 200 Meter. Aber das Rennen ist ja noch nicht beendet. Von dem her schauen wir mal weiter. Kirill Lammert momentan
Zweitplatzierter an der 50-Meter-Wende, Ramon Kletz. Moritz Schaller beide Zeit auf dem dritten Platz, aber Schett hier weiter vorne weg. Bei der dritten Wende seine beste Zeit war 48,58. In Berlin ist er diese Zeit geschwommen. Persönliche Bestzeit 48,08. Die Zeit 49,68 für Chet LeGlow. Ramon auf einem weiteren super zweiten Platz in 51,59. Und Kirill Lammert vom SC Delfin Lübeck mit 52,21. Hier schwimmt auf den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer für ihre Platzierungen. Es erfolgt das Finale über die 200 Meter Brust weiblich. Wir beginnen mit den JDM- und AJOF-Jahrgängen. Auf der Bahn 1 startet für die SG Essen die Bronzemedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Laura Sophie Kohlmann. Auf der Bahn 2 im Wasser für den SV Halle Saale die deutsche Vize-Jahrgangsmeisterin über die 100 Meter Brust, Charlotte Maria Klemm. Auf der Bahn 3 startet für den deutschen Schwimmverband Mia Matetschk. Auf der Bahn 4 startet die Goldmedaillengewinnerin der DJM für den Hofheimer SC, Hanna Schneider. Auf der Bahn 5 startet für den ersten Eichsfelder Sportclub die Goldmedaillengewinnerin der DJM im Jahrgang 2009, Emma-Luise Breuer. Auf der Bahn 6 sehen wir für den Wadenburger SC Carlotta Ingenerv. Auf der Bahn 7 startet für den SC Delfin Ingolstadt Christina Schulz. Und auf der Bahn 8 schwimmte für den deutschen Schwimmverband die dreifache Goldmedaillengewinnerin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Noel Benkler. Es folgt das Finale, 200 Meter Brust, weiblich. Und fast eine ganze Körperlänge Vorsprung hat auf der Bahn 4 Hanna Schneider vom Hofheimer SC, die 2022 und 2021 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften alle drei Bruststrecken in ihrem Jahrgang für sich entscheiden konnte. Und auf den ersten 100 Metern war gut zu sehen, lange Gleitphasen sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt wird das ganze Rennen etwas dynamischer, etwas schneller, wenn die Kraft nicht mehr reicht für langes Gleiten. Ja, und auf der Bahn 3 ist es Mia Matetschke, die für den deutschen Schwimmverband hier startet und gemeldet wurde.
die den Abstand im Moment verkürzen kann. Wir sehen auch ganz klar warum, weil sie einfach 2-3 Züge mehr macht auf der Bahn. Und das wird nochmal ganz, ganz enge hier zum Ende hin auf die letzte Bahn. Auch wenn Hanna wieder ihre ständigen Stärken ausspielen kann, so sind es doch noch 12,5 Meter zu schwimmen. Und Zug um Zug kommt Mia hier ran, kann den Abstand verkürzen. Wer hat das bessere Timing? Alle beide waren gleich gut, zeitgleich in 2:32:54 für Hanna Schneider und Mia Matej den dritten Platz belegt. Carlotta Ingenerven 2:34:80. Das Ergebnis ist offiziell. Vielen Dank für dieses wundervolle Duell. Damit ist die Bühne bereitet für das Finale der offenen Klasse 200 Meter Brust weiblich. Hier sehen wir auf der Bahn 1 für den Deutschen Schwimmverband am Start die Drittplatzierte des European Youth Olympic Festival, Lena Ludwig. Auf der Bahn 2 sehen wir für den Deutschen Schwimmverband am Start die Teilnehmerin der Junioren-Europameisterschaften, Saskia Blasius. Auf der Bahn 3 startet für die SSG Leipzig die Vize-Jahrgangsmeisterin über diese Strecke, Alia Schiffel. Auf der Bahn 4 sehen wir für die Sportunion Neckarsulm die Teilnehmerin an den Europameisterschaften in Rom, Bente Fischer. Auf der Bahn 5 startet für die SG Neukölln die Titelverteidigerin über diese Strecke in diesem Becken, Nele Schulze. Auf der Bahn 6 startet für den SV Nicker Heidelberg die Vizemeisterin der deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2021, Kelly Messel. Auf der Bahn 7 sehen wir für den VfL Gladbeck Marina Koop. Und auf der Bahn 8 startet die Bronzemedaillengewinnerin der DJM für den SV Nicker Heidelberg, Sophie Lenze. Es folgt das Finale, 200 Meter Brust weiblich. Und auf der Bahn 4 aktuell in Front Bente Fischer, knapp vor Nele Schulze und Alia Schiffel. Bente war heute Morgen im Vorlauf schon mit 2:24 richtig schnell unterwegs, schwamm die zweitschnellste Zeit einer deutschen Sportlerin in diesem Jahr. Schneller war nur die deutsche Rekordhalterin Anna Elend. Die Hälfte des Rennens ist vorbei und auf der Bahn 4 Bente führt mit knapp einer Sekunde vor der Titelverteidigerin Nele Schulze. Dahinter könnte es noch ein sehr, sehr enges Rennen werden, um den dritten Platz, das nicht aus dem Auge verlieren. Und aus den vergangenen Tagen hat sich gezeigt, dass eigentlich Nele jetzt ihre Stärken hat und ausspielt. Allerdings gilt Bente auch als 200-Meter-Spezialistin, war hier bei der EM in Rom am Start und konnte sich hier gegen die internationale Konkurrenz beweisen.
Und Bente führt mit einer Körperlänge Vorsprung auf den letzten 5 Metern. Den Sieg wird sie sich nicht mehr nehmen lassen. Ihre Zeit beim Anschlag 2:23:68. Nochmal 8 Zehntel schneller als heute Morgen. Auf dem 2. Platz Nele Schulze, 2:25:18. Und Alia Schiffel bringt tatsächlich die Bronzemedaille nach Hause, nach Leipzig in 2:29:92. Das Ergebnis ist offiziell. Herzlichen Glückwunsch der neuen Titelträgerin und den Platzierten. Und wir kommen zum JDM-AO-Finale 200 Meter Brust männlich. Auf der Bahn 1 am Start vom Potsdamer SV, 2. der deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Jahrgang 2007, Malte Grefe. Auf der Bahn 2 von der SSF Bonn, 3. der deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Jahrgang 2005, Maximilian Wiedemann. Auf der Bahn 3 für die SG Samax-Ritter, Philipp Osatzki. Auf der Bahn 4 vom SC Magdeburg, der deutsche Viehkatze-Jahrgangsmeister Henrik Raffler. Auf der Bahn 5 von Badenburg SC, Christopher Weidner. Auf der Bahn 6 für die SG Rethen Saarstedt, der deutsche Jahrgangsmeister Finn Wendland. Auf der Bahn 7 William Gotzel von der SSF Bonn. Und auf der Bahn 8 vom VfL Osnabrück, Jonathan Turk. Das JTM-AO-Finale über 200 Meter Brust der Herren. Ja, vorneweg hier in diesem JTM-Rennen Henrik Raffler vom SC Magdeburg in der Zeit von 1:04,17, gefolgt von Christopher Weidner und Philipp Osatzki auf den Bahnen 5 und 3. Wir sehen nachher im offenen Finale noch 2 Schwimmer, die in diese Wertung mit einfließen. Von dem her voraussichtlich nur der Drittplatzierte wird hier in diesem Rennen ermittelt. Und das ist hier schon mit sehr deutlichem Vorsprung bei der vorletzten Wendre. Henrik Raffler vom SC Magdeburg. Christopher Weidner, der konnte sich schon 2 Medaillen über die Bruststrecken sichern. Nämlich in der EOF-Wertung über die 50 Meter Brust wurde er Erster. Über die 200 Brust den 3. Platz. Aber nach wie vor fährt er weg. Henrik Raffler vom SC Magdeburg. Er schlägt an in der Zeit von 2:12,98 vor Finn Wendland in 2:16,10 und Philipp Osatzki von der SSG Saarmax-Ritter drittschnellster in diesem Rennen in 2:16,90.
Und das ist, Ergebnis ist offiziell, somit Henrik auf jeden Fall schon mal die Bronzemedaille sicher. Und wir kommen zum offenen Finale über die 200 Meter Brust männlich. Auf der Bahn 1 vom Potsdam SV, zweiter der deutschen Jahrgangsmeisterschaft im Jahrgang 2006, Kenneth Bock. Auf der Bahn 2 für die SGE Wehr Rheinhessen-Mainz, der Vize-Jahrgangsmeister im Jahrgang 2004, Mathis Schönung. Auf der Bahn 3 für die SG Essen, der Vize-Kurzbahnmeister Maximilian Pilger. Auf der Bahn 4 für die SG Frankfurt, der deutsche Meister Marco Koch. Auf der Bahn 5 für die SG Leipzig, der Titelverteidiger Jannis Merlin-Winnim. Auf der Bahn 5 vom SV Nicker Heidelberg, fünfter der deutschen Meisterschaften, Tim Dennis Kost. Auf der Bahn 7 für die SG Bayer, dritter der European University Games, Alexander Kühling. Auf der Bahn 8 vom DSV, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahrgang 2006, Emilian Hollang. Das offene Finale, 200 Meter Brust der Herren. Ja, die drei Schwimmer hier bei der zweiten Wende dicht auf noch mit kleinem Vorsprung von 600stel Marco Koch und 900stel hinten dran Maximilian Pilger, dazwischen noch Jannis Merlin-Winnim. Marco ist ja beim Weltcup in Berlin diese Strecke schon geschwommen, ist da eine 2:05.75 geschwommen. Und wir werden sehen, was er jetzt hier ins Becken zaubert, nachdem er im Vorlauf eine 2:10 gezeigt hat. Marco weiter hier vorne weg auf die 150-Meter-Wende. 1:33.80 Jannis hinten dran und Maximilian momentan auf dem dritten Platz. Hier in diesem Rennen haben wir achten auch mal auf die Außenbahnen. Kenneth Bock und Emilian Hollang, die ja in der Nachwuchswertung auch noch hier den Nachwuchsmeister ausschwimmen. Momentan hat Kenneth hier den etwas besseren Platz. Nein, das hat sich gerade gewendet. Und wir haben eine Anschlagzeit von 2:06.90 für Marco Koch vor Jannis Merlin-Winnim mit 2:09.05. Alle drei Schwimmer unter 2:10. 2:09.32 für Maximilian Pilger von der SG Essen. Und Kenneth Bock mit 2:13.13 vor Emilian Hollang mit 2:14.27. Die beiden Schwimmer, die noch um das Nachwuchsfinale bzw. um die Nachwuchsputzbahnmeister
gekämpft haben. Und das Ergebnis ist somit offiziell. Diese 5 Schwimmer sehen wir dann nachher bei der Siegerehrung. Und es ist soweit. Wir kommen zum letzten Finale der diesjährigen deutschen Kurzbahnmeisterschaften und hoffen auf gute Unterhaltung und eine große Show. Es geht im Finale über die 50 Meter Rücken weiblich. Wir beginnen mit den JTM und AOF-Jahrgängen. Es startet auf der Bahn 1 für die SG Berka Marcelia Sela-Bas. Auf der Bahn 2 sehen wir für den TPSK die Vize-Jahrgangsmeisterin Nordrhein-Westfalen, Jana Strand. Auf der Bahn 3 sehen wir vom Hamburger SC die norddeutsche Vizemeisterin über die 100 Meter Rücken, Leni Labarre. Auf der Bahn 4 startet die nordrhein-westfälische Jahrgangsmeisterin für die SG Dortmund, Selina Springer. Auf der Bahn 5 sehen wir die Silbermedaillengewinnerin der deutschen Jahrgangsmeisterschaften für den SV Halle-Saale, Eva Zurbrügge. Auf der Bahn 6 sehen wir die Goldmedaillengewinnerin der DJM für die SG Berliner Wasserratten, Clara Sophie Beierling. Auf der Bahn 7 startet für die SG Mönchengladbach die dritte der NRW-Jahrgangsmeisterschaften, Eva Alexandra Saritz. Und das Feld komplettiert auf der Bahn 8 für den VfL Sindelfingen, Lena Christine Manz. Es folgt das Finale 50 Meter Rücken weiblich, JTM AOF. Und ganz entscheidend für die 50 Meter Rücken sind schnelle, explosive Tauchphasen. Selina Springer auf der Bahn 4 taucht als Letzte auf nach dem Start und wird vermutlich auch nach der Wende als Letzte mit dem Rückenschwimmen beginnen. Auf der Bahn 7 war es auch Eva Alexandra Saritz, die sehr, sehr lange unter Wasser blieb. Und den Sieg erschwimmt sich hier Selina Springer in 28,17 vor Eva Zurbrügge 28,49 und Jana Strand 28,83. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Zeiten. Damit kommen wir zum letzten Frauenfinale der diesjährigen deutschen Kurzbahnmeisterschaften. 50 Meter Rücken weiblich in der offenen Klasse. Hier sehen wir auf der Bahn 1 für den SV Rhenania Köln die dritte der deutschen Meisterschaften in der U20-Wertung, Iris Julia Berger. Auf der Bahn 2 startet für den SC Chemnitz die drittplatzierte der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Lise Seidel. Auf der Bahn 3 sehen wir für die SG Wago Lina Kröger. Auf der Bahn 4 startet für die SG Frankfurt die Europameisterschaftsteilnehmerin Caroline Pilatsch. Auf der Bahn 5 für den SV Halle-Saale im Wasser die Teilnehmerin an der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi, Laura Riedemann. Auf der Bahn 6 für die Wasserfreunde Spandau 04 die EM-Teilnehmerin Sonele Öztürk. Auf der Bahn 7 für die SG Frankfurt die Siegerin über 50 Meter Rücken bei den südostasiatischen Spielen, Masnari Wolf. Und das Feld komplettiert auf der Bahn 8 für den SV Weixdorf, Joelle Marie Meyer. Es folgt das Finale 50 Meter Rücken weiblich.
Und wieder eine sehr lange Tauchphase, aus der Caroline Pilatsch als erste die Wasseroberfläche durchstößt, in Führung liegend, direkt dahinter neben ihr auf der Bahn 5 Laura Riedemann. Die beiden werden wohl auch die Plätze 1 und 2 unter sich ausmachen und Caroline Pilatsch gewinnt in 26,59 Sekunden vor Laura Riedemann 27,35 und Lina Kröger in 28,17 Sekunden. Das Ergebnis ist offiziell. Herzlichen Glückwunsch der neuen Titelträgerin und den Platzierten. Und wir kommen zum vorletzten Finale, dem JTM-EO-Finale über 50 Rücken männlich. Auf der Bahn 1 am Start vom WSV Benigsen, der dritte der norddeutschen Jahrgangsmeisterschaften, Kevin Ehrenfurt. Auf der Bahn 2 für die SGS in Jan Bäumer. Auf der Bahn 3 von der SG Weiher, der Vize-Jahrgangsmeister im Jahrgang 2007, Gianluca Redut. Auf der Bahn 4 vom VfL Osnabrück, der zweite der norddeutschen Meisterschaften, Chark Brandt. Auf der Bahn 5 vom SC Delfin Ingolstadt, der süddeutsche Meister Maximilian Hagel. Auf der Bahn 6 von den Wasserfreunden Spandau, Agustin Rasche. Auf der Bahn 7 für die SG Samax-Ritter, Brendan Adriano Günnerwan. Und auf der Bahn 8 vom SV Cannstatt, Richard Schmiedefeld. Das JTM-EO-Finale über 50 Meter Rücken männlich. Ja, wir hatten ja heute im Vormittagsabschnitt hier noch ein Ausschwimmen um den letzten Finalplatz von Richard Schmiedefeld, der mit 25,83 hier eine super Zeit reingezaubert hat, die auch natürlich mit vorne dabei ist. Zusammen mit Gianluca Redo zeitgleich an der Wende. Chark Brandt Drittplatzierter. Es geht um 2 Podestplätze in diesem Nachwuchsfinale. Wir haben als Ersten hier Richard Schmiedefeld, der Schnellste mit 25,54. Er hat sich das Ausschwimmen auf jeden Fall gelohnt erstmal. Chark Brandt, Zweitschnellster, 25,69 Sekunden, Drittschnellster in diesem Rennen mit 25,80. Gianluca Redut von der SG Bayer, das Ergebnis hier in diesem Rennen offiziell. Und Richard und Chark können sich auf jeden Fall schon mal mindestens über zweiten und dritten Platz hier freuen und sehen wir dann nachher noch auf dem Siegerpodest. Und damit kommen wir zum letzten Finale von dieser Deutschen Kurzbahnmeisterschaft im Jahr 2022 hier in Wuppertal. Das offene Finale über 50 Meter Rücken der Herren. Auf der Bahn 1 am Spart für die Berliner TSC, der deutsche Jahrgangsmeister im Jahr 2006, Vincent Passek. Auf der Bahn 2 für die ST Erzgebirge, Stefano Razzetto. Auf der Bahn 3 vom Arnsburger TSV, der dritte der deutschen Meisterschaften, Cornelius Jahn. Auf der Bahn 4 von der SG Leipzig, der amtierende deutsche Kurzbahnmeister über die 100 Meter Rücken, Marek Ulrich. Auf der Bahn 5 vom SC Aqua Köln, der dritte der deutschen Kurzbahnmeisterschaften über die 100 Rücken, Metin Aydin. Auf der Bahn 6 von der Sportunion Neckarsulm in einem weiteren Finale, Ramon Klenz. Auf der Bahn 7 vom VfL Sindelfingen, zweiter der deutschen Meisterschaften, Marvin Dahler. Und auf der Bahn 8 vom SC Wiesbaden, Artem Schuppertar. Das offene Finale über 50 Meter Rücken der Herren.
Das letzte Rennen ist gestartet von dieser deutschen Kurzbahnmeisterschaft. Die Männer hier bei der ersten Wende vorne, Marek Ulrich von der SSG Leipzig auf der 4 vor Metin Aydin. Ramon Klenz hier nochmal, der versucht sich einen weiteren Podestplatz zu erschwimmen auf der 4 weiterhin vorne. Auch der erste Anschlag, Marek Ulrich in 23,71. Cornelius Jahn hier Dritter in 24,37. Zweiter, Ramon Klenz mit 24,35. Eben nur 200. Trennt die beiden Schwimmer den zweiten und den dritten Platz. Und das Ergebnis ist auch hier offiziell: Marek Ulrich, Ramon Klenz, Cornelius Jahn, die drei Platzierten in diesem Rennen, in diesem letzten Finale. Und ich bitte alle Schwimmer, sich, wie schon erwähnt, am Sammelpunkt für die Siegerehrung einzufinden. Damit kommen wir zur Siegerehrung. Die Siegerehrung wird durchgeführt von Christian vom Lehm, dem mehrfachen Olympia- und WM-Teilnehmer der SG Bayer, sowie von Tjark Schröder, dem Abteilungsleiter Wettkampfsport Schwimmen im DSV. Wir starten mit der Siegerehrung über die 100 Meter Schmetterling weiblich. In den JTM und AOF-Jahrgängen belegt der Däne dritten Platz in einer Zeit von 1:01,81 vom SC Magdeburg Anna-Maria Börstler. Den zweiten Platz belegt für die SG Essen in 1:01,36 Fee Lukosch. Und den Titel Deutsche Nachwuchskurzbahnmeisterin gewinnt in einer Zeit von 1:00,86 und einem neuen deutschen Jahrgangsrekord für die TBR Erlangen Alina Bajewitsch. Wir setzen die Ehrungen fort mit den 100 Meter Schmetterling weiblich der offenen Klasse. Über die 100 Meter Delfin belegt den dritten Platz in der offenen Wertung vom SV Nicker Heidelberg in 1:00,43 Sekunden Marie Brockhaus. Den zweiten Platz belegt für den SV Rhenania Köln in 59,44 Sekunden Iris Julia Berger. Und mit der schnellsten Zeit seit 3 Jahren über die 100 Meter Delfin gewinnt den Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin in 57,49 Sekunden für die SG Neukölln Angelina Köhler. Siegerehrung für die JTM-AOF-Wertung über 100 Meter Schmetterling männlich. Auf dem dritten Platz in 55,59 Sekunden von W98 Hannover Leonard von Hunius. Auf dem zweiten Platz sind 54,75 Sekunden von der SG Mittelfranken Lorenz Beck.
Und deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 54,57 Sekunden von der SG Ruhr, Jano Beschnitt. Siegerehrung 100 Meter Schmetterling im offenen Finale. Auf dem dritten Platz in 52,21 Sekunden vom SC Delfin Lübeck, Kire Lammert. Auf dem zweiten Platz in 51,59 Sekunden von der Sportunion Neckarsulm, Ramon Klenz. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in der fantastischen Zeit von 49,68 Sekunden von der SG Frankfurt, Chad Leclos. Herzlichen Glückwunsch an die Schwimmer. Wir kommen zur Siegerehrung. 200 Meter Brust weiblich. In den JTM und AOF-Jahrgängen belegt den dritten Platz vom SV Nicker Heidelberg in einer Zeit von 2:32,71 Sophie Lenze. Den zweiten Platz gewinnt für den Deutschen Schwimmverband startend in 2:31,30 Lena Ludwig. Und den Titel Deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeisterin 2022, der geht nach Leipzig in 2:29,92 Alia Schiffel. Siegerehrung 200 Meter Brust offene Klasse. Es belegte den dritten Platz in der offenen Wertung für die SSG Leipzig in 2:29,92 Alia Schiffel. Den zweiten Platz und damit den Titel Deutsche Vize-Kurzbahnmeisterin erschwimmt sich für die SG Neukölln-Berlin in 2:25,18 Nele Schulze. Und die schnellste Zeit schwimmt für die Sportunion Neckarsulm in 2:23,68 Sekunden Bente Fischer. Herzlichen Glückwunsch der Siegerin und den Platzierten.
Siegerehrung für die JTM AOF-Wertung über die 200 Meter Brust männlich. Auf dem dritten Platz in der Zeit von 2 Minuten 12,98 Sekunden vom SC Magdeburg, Henrik Laffler. Auf dem zweiten Platz in 2 Minuten 14,27 Sekunden vom DSV, Emilian Hollang. Und deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 2:13,13 Sekunden vom Potsdamer SV, Kenneth Bock. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer. Siegerehrung für das offene Finale 200 Meter Brust der Herren. Auf dem dritten Platz sind 2 Minuten 09,32 Sekunden von der SG Essen Maximilian Pilger. Auf dem zweiten Platz in 2 Minuten 09,05 Sekunden von der SSG Leipzig, Janis Merlin Willem. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 mit seinem zweiten Einzeltitel in der Zeit von 2 Minuten 06,90 Sekunden von der SG Frankfurt, Marco Koch. Herzlichen Glückwunsch an die drei Schwimmer für ihre Platzierungen. Bevor wir gleich zur letzten Siegerehrung des heutigen Tages kommen, eine kurze Verlustmeldung. Die SG Bergheim, eine Sportlerin der SG Bergheim, vermisst ihre blaue kurze Hose. Da ist das SG Bergheim-Logo draufgestickt. Macht also wenig Sinn, wenn ihr das zu einem Fremdverein mitnehmt. Guckt bitte nochmal in euren Sachen, ob ihr aus Versehen die falsche blaue Hose eingesteckt habt. Wir kommen zur Siegerehrung. 50 Meter Rücken, weibliche JTM-AOF-Wertung. Den dritten Platz belegt in einer Zeit von 28,49 Sekunden für den SV Halle Saale, Eva zur Brügge. Den zweiten Platz und die Silbermedaille gewinnt für die SG Dortmund in einer Zeit von 28,17 Sekunden, Selina Springer. Und den Sieg und den Titel Deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeisterin für den SC Chemnitz in 28,29 Sekunden gewinnt Lise Seidel. Siegerehrung, 50 Meter Rücken weiblich, offene Klasse. Die Bronzemedaille geht in 28,17 Sekunden an die SG Vago, an Lina Kröger.
In 27,35 Sekunden geht die Silbermedaille an den SV Halle Saale, an Laura Riedemann. Und der Titel Deutsche Kurzbahnmeisterin 2022 geht nach Frankfurt. In 26,59 Sekunden gewinnt Caroline Pielhatsch. Herzlichen Glückwunsch der Siegerin und den Platzierten. Und wir kommen zur Siegerehrung über 50 Meter Rücken männlich in der JTM AOF-Wertung. Auf dem dritten Platz in 25,69 Sekunden vom VfL Osnabrück, Chark Brandt. Auf dem zweiten Platz in 25,45 Sekunden vom SV Cannstatt, Richard Schmiedefeld. Und deutsche Nachwuchs-Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 24,94 Sekunden vom Berliner TSC, Vincent Passek. Und wir kommen zur letzten Siegerehrung über das 50 Meter Rückenfinale der Herren. Auf dem dritten Platz sind 24,37 Sekunden vom Ahrensburger TSV Cornelius Jahn. Auf dem zweiten Platz sind 24,35 Sekunden von der Sportunion Neckarsulm Ramon Klenz. Und deutscher Kurzbahnmeister im Jahr 2022 in 23,71 Sekunden von der SSG Leipzig, Marek Ulrich. Herzlichen Glückwunsch an die Schwimmer. Ja, das war es also mit der diesjährigen Deutschen Kurzbahnmeisterschaft. Wir sind fast am Ende. Es gibt noch einen Programmpunkt, den wir hier zu erfüllen haben, und zwar die Kampfrichter zu verabschieden in ihr wohlverdienten Feierabend und jetzt auch wirklich in den Feierabend. Eine gute Heimreise. Herzlichen Dank nochmal und bitte um den Ausmarsch.